Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Star Wars The Old Republic und wir sind relativ weit in Knights of the Fallen Empire, also im aktuellsten Add-on, in der aktuellsten Erweiterung. Wir haben das Kapitel 9 abgeschlossen und müssen nun für die verschiedenen Fraktionen verschiedene Gefährten suchen. Also wir sind in einem Bereich jetzt unterwegs, der heißt Odessen und da ist unser Allianzlager Hauptquartier und einer davon ist Dr. Ogurop. Grüße euch, Commander. Kann ich euch helfen? Also von den Fraktionen und dort kann man Items eintauschen, bekommt dann Ruf bei den Fraktionen und Einfluss heißt es hier heißt es nicht Ruf. Und mit diesem Einfluss kann man dann halt entweder hier so Items bekommen oder auch neue Quests. Ausgezeichnet, Commander. Ich weiß die Unterstützung zu schätzen. Quests heißt hier aber wohl Alarmmissionen oder sowas. Und damit bekommt man dann neue Gefährten, die dann einem helfen. Also so habe ich das jetzt verstanden. Umso höher der Einfluss, umso mehr Gefährten. Also gut, ich werde dann wieder etwas erschaffen. Oder Kontakte. Das sieht man hier oben, Gefährte und Kontakte. Und oben stehen die Meldungen. Und da seht ihr es, die vier Fraktionen geben uns hier gerade vier verschiedene neue Gefährten. Wenn wir dorthin gehen und diese Gefährten dann holen. Dafür gibt es immer Quests auf den verschiedenen Planeten. Und ihr seht hier schon, die Kontakte kann man sofort aufsuchen, da braucht man nicht mehr ins Raumschiff. Man fliegt sofort zu dem jeweiligen Kontakt hin, das ist diesmal hier Yavin 4. Und auf Yavin 4 müssen wir jetzt für den Dr. Ogurop einen neuen Kontakt ansprechen. Und gucken dann mal, ob der unser Gefährte wird. Ich denke schon, dass das klappen wird. So, und sprich mit Lieutenant Marklo. Da geht es um die Sternenfestung, das ist was anderes, das zeige ich euch bald. Aber wir machen jetzt Wissen gegen Stärke. Sprich mit Talos Drellik auf Yavin 4. Ah, ein freundliches Gesicht. Das sehen wir hier draußen nicht so oft. Vor allem keins, das die Zeichen eines Agentenlebens trägt. Sith-Geheimdienst? Mein Ruf eilt mir voraus. Ich fühle mich geschmeichelt. Talos Drellik, zu Diensten. Willkommen bei meiner bescheidenen Expedition. Ich weiß, was ihr denkt. Bei dem ganzen Chaos in den letzten 5 Jahren, warum Ressourcen für so etwas aufwenden? Unser Interesse ist aber nicht rein wissenschaftlich. Wissen ist Macht. Und hier liegt die am nächsten mit dem ewigen Imperium verwandte Technologie. Der Tempel des Opfers. Oh ja, die grundlegenden Funktionen widersprechen auch unserem Ziel. Aber das hier ist auch keine Restauration. Der Tempel wurde nach den Vorgaben des Imperators errichtet, ähnlich wie das ewige Imperium. Ich gehe davon aus, dass es Gemeinsamkeiten bei der Technologie geben könnte. Wir arbeiten daran, funktionierende Proben auszugraben, aber die Massassi sorgen dafür, dass die Arbeit ziemlich gefährlich ist. Das ist die richtige Einstellung. Hier sind die Positionen, an denen wir suchen sollten. Ich bin direkt hinter euch. Okay, und so sehen also die Quests aus. Jetzt müssen wir ein paar Sachen erledigen, nämlich 2 Artefakte an Position 1 holen. Und jetzt packe ich hier mal gerade die Belohnung aus. Das gab hier jetzt eine Robe und wieder ein Einfluss-Item. So, ich habe aber noch eins bekommen vom Doktor. So, hier ist das nächste. Und hier gibt es diesmal einen Gürtel und wieder ein Einfluss-Item für die Gefährten. So, jetzt gucken wir mal, ob wir dieses Einfluss-Item auch eintauschen können. Entweder bei Teron Shan oder bei Kos. Das sind so die beiden, mit denen ich am meisten spielen möchte. Und dann gucken wir mal. Kos ist schon auf 10, Teron Shan auf 2. Dieses hier ist jetzt der Talos. Ja, der ist auf 1. Ist jetzt aber auch schon unser Kontakt. Mit dem können wir jetzt auch schon rumlaufen.
hat eine Biografie, hat eine Interaktion unten. So, aber jetzt habe ich Theron wieder gerufen. Und guck mal, was mag er hiervon? Großer Einflussgewinn. Den nehmen wir jetzt mal. Ja, besser als alles, was ich vom SID bekomme. Yeah. Habe. Er hat's gemocht und hat sich auf 3 erhöht. Der Einfluss bei Theron-Schan. So, das hier macht keinen Einfluss. Also, das war jetzt erstmal für Theron. Und jetzt würde ich sagen, rufen wir mal Koss herbei. Endlich seid und gucken, ob der das andere Item mag. Hier das. Ja, großer Einflussgewinn. Mal gucken, ob er auf 11 steigt. Das ist ja nett. Hiermit nicht. Das gibt auch wieder keinen Einflussgewinn. Okay, man muss wieder ein bisschen schauen, wenn man so ein Item bekommt. Wer mag das überhaupt? Bei wem kann man das eintauschen? Und nun müssen wir hier hin zu Position 1. Also 2 Kartenausschnitte weiter sind wir jetzt auch schon. Und sammeln jetzt hier das 2. Artefakt für die Quest von Talos Drellig. Hier schreibt er kurz, oder hier hat er kurz was gesagt, da oben. Und jetzt müssen wir zu Position 2 auch wieder 2 Artefakte suchen. Und die sind dann... Ja gut, da müssen wir jetzt erstmal zu dem Gleiterpunkt. So, da. Und dann gucken wir mal, wo der uns hinführt. Irgendwo also hier im Dschungel. Ihr seht ja auch, der Talos ist also irgendein Forscher. Oben steht es ja auch. Die Zeitperioden stimmen überhaupt nicht überein. Das sollte untersucht werden. Aber nicht jetzt. Fahren wir mit unserer aktuellen Aufgabe fort. Ja, also ist ein Forscher und der sucht Relikte. Mal gucken, ob der dann nachher auch ein weiterer Begleiter bleibt. Aber das ist auf jeden Fall einer, der passt gut zum Doktor. Weil der Doktor ist auch so ein Forscher. Autorisierten Ziele an. Okay. Und auf geht's zum nächsten Punkt. Das habe ich jetzt mal hier kurz abgekürzt. Hier war dann auch nochmal eine Quest in der Gegend, aber die ist wiederholbar. Die habe ich schon öfter mal gemacht. Manchmal vergesse ich, was für ein Wesen unser Sith-Imperator wirklich war. Hunderte von Jahren alt. Manchmal vergesse ich, was für ein Wesen unser Sith-Imperator wirklich war. So, das war die Aussage zu diesen Relikten und nun müssen wir uns hier gegen die Massassin-Beschützer durchsetzen. Die wollen uns die Relikte, wie es aussieht, wieder abnehmen. So ein paar Schüsse und dann müsste das schon gehen. Jawohl. Ich bin auf Stufe 62 runter gestuft worden. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Neben meinem Bild sieht man jetzt diese 62 mit Pfeil nach unten. Okay. Naja. Ich verspreche, ich werde euch dann nicht enttäuschen. Dann geben die Monster wenigstens noch Exp. Kann ich mit 65 aber auch nicht mehr gebrauchen. Okay. Da gibt es ja nur noch Vermächtnis-Exp im Endeffekt, damit man sein Vermächtnis hochhauen kann. So, wo muss ich hin? Da vorne ist wohl irgendwo die Position 3. Wie viel ich da suchen muss an Artefakten, steht jetzt nicht mehr da. Eben stand immer 2 Stück. Mittlerweile steht da nur noch Birk-Artefakte. Ja, vielleicht sind es ja jetzt mehr. Gucken wir mal. Dafür müssen wir da hinkommen. Müssen wir ein paar von diesen Steinrochen erledigen. Ist ja immer irgendwas im Weg. Unmöglich. So, und da, nee, ist noch ein paar Meterchen. Unten auf der Minimap sehen wir, wie weit wir noch müssten. Gleich sind wir da, dann wissen wir, was für ein Artefakt hier ist. Okay, das sieht eher nach einem Raumschiffteil aus. Ohne die Macht würden diese Mechanismen überhaupt nicht funktionieren. Ja, 4 Teile brauchen wir jetzt. Und die sind wieder an einem anderen Ende von der Map. Ihr seht also, ist viel Lauferei. Auch der erste, den ich für Dr. Ogorop finden musste, das war die Quest Finde den Finder oder sowas. Da musste ich auch viel rumlaufen und 4 Items sammeln und dann war das Thema auch schon gegessen. Also das ist wohl bis jetzt so der Standard. Ein paar Sachen zusammensuchen und dann hat man schon wieder einen Gefährten mehr. Bekommt dann natürlich wieder so ein Tausch-Item, was man auspacken kann beim Doktor. Und
ein bisschen Einfluss. Ah, der Bereich hier sieht aber bösartig aus. Okay. Machen wir erstmal hier diesen Massassi-Krieger weg. So. Talos sagt es. Ich bin Archäologe, kein Kämpfer. So. Und jetzt helfe ich dir mal da hinten. Weg ist er. Ah, oh, jetzt spawnen hier die ganzen anderen. Ist euch auch gerade ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen? Ich komme nicht an die Truhe. Doch, Bindungskette. Jetzt habe ich sie kaputt geschossen. Jetzt kann ich es öffnen. Nein, jetzt kommt schon wieder. Oh, ältester Massassi verwahrt. Jetzt sind hier ganz schön viele große. Ich weiß nicht, ob das jetzt ist, weil wir zu zweit hier gerade rumquesten und das halt mehrere gespawnt sind oder das, ob das immer zwei sind. Naja, gucken wir mal. Sind auf jeden Fall schaffbar, sind nämlich nur Level 60, wir sind 62/65. Wirklich kommt es nicht raus unten bei der Anzeige. Ich denke mal, die Stats sind dann doch nur 62 jetzt im Moment. So, und jawohl. Sonst wären die, glaube ich, gar nicht mehr grün, die Mobs, sonst wären die dann wirklich grau oder so. So, jetzt machen wir hier mal auf. Boah, ist das schwer. So. Und da sind 4 Artefakte drin. Elemente, die nicht zusammenpassen. Dann haben wir doch jetzt die Quest bestimmt geschafft, oder? Fast fertig. Ich habe eine weitere Probe identifiziert, die wir ausgraben sollten. Ja, noch eine brauchen wir und die ist dann ganz im Norden der Map. Dann haben wir Birk-Artefakte bei Position 5. Da brauchen wir 2 Stück. Hier sind wir. Also jedenfalls hier in der Nähe. Alles so Spinnenweben, kaputte Ruinen. Ah, das sieht doch vielversprechend aus, da der Altar. Und? Jo. Es leuchtet irgendwo was. Also wirklich sehen, ob hier irgendwo diese Relikte sind, sieht man nicht. Da drin liegt aber was. Talismane des Unbekannten. Erfolg abgeschlossen. Och, da habe ich aus lauter Glück einen Talisman gefunden. Seine Verbindung ist unbekannt. Ja, schön. Das ist doch auch mal was. Wenn man mal so aus Glück irgendwas findet. Also wie gesagt, hier ne, in diesem Schädelhaufen ist so ein Teil, das kann man anklicken. Hat nichts mit der Quest zu tun. Ist einfach nur so ein Talisman. Sehr schön. Ein Erfolg geschafft. Jetzt suchen wir trotzdem noch die 2 Relikte, damit wir die Quest jetzt auch endlich beendet bekommen. War der Bereich früher eigentlich schon frei von der Karte? Ich glaube, den haben die hier neu eingebaut. Also ich war vorher noch nie hier. Ah, da leuchtet was. Ich glaube, das haben sie hier im Norden etwas erweitert, damit wir hier in Ruhe Relikte sammeln können. Mob sehe ich hier nämlich gar keine. Und? Jawohl, einen. So, das müsste reichen. Wir sollten zum Lager zurückkehren, bevor Teile davon beschädigt werden. Ja, und 2. Er möchte zurück ins Lager, das ist nicht weit von hier. Und das sieht doch schon gut aus. Kehre zu Talos Basislager zurück. Vielleicht kommt er ja jetzt sofort schon mit. Wäre doch ganz schön, wenn man nicht noch 2-3 Mal durch die Gegend hier irgendwelche Sachen sammeln müsste. Jetzt noch ein bisschen nach Osten. Ja, mich wundert sowieso, dass man so viele Begleiter und Kontakte hat, weil die alle hochzujubeln auf Einfluss 50 oder 10 oder 20 macht man doch sowieso nicht. Man hat doch eigentlich einen Favoriten. Warum man so viele hat? Man kann alle jetzt auf Heiler, Tank und Damage spielen, auch die nur umzuschalten. Also so richtig sinnvoll ist das jetzt für mich nicht, dass man so viele Gefährten machen kann, aber gut, hat man ein bisschen was an Auswahl. Ah, ich habe seit dem Verschwinden meines alten Meisters keine so spannende Ausgrabung mehr erlebt. Sith-Archäologie wird einfach nie langweilig. Ihr wart eine große Hilfe. Diese Proben sollten mehr als ausreichend sein, um die notwendigen Tests durchzuführen. Also, diese Allianz von euch. Ihr braucht dafür Leute mit Verstand und Überzeugung? Dann scheint das genau die richtige Gruppe für mich zu sein.
Um ehrlich zu sein, hat das Imperium diesen Kampf auch noch nicht wirklich aufgenommen. Ich beginne sofort mit den Vorbereitungen zur Abreise aus dem Yavin-System. Vor uns liegen aufregende Zeiten. Der freut sich schon richtig, mit mir zu gehen. Und dann gehen wir doch jetzt zu Dr. Ogorob zurück. Anstatt über unser Schiff machen wir das hier über dieses Gefährten- und Kontaktefenster. Dort ist er. Und bumm, sind wir schon wieder da. Einfach hingebeamt. Commander, ich wollte mich noch bei euch für die Rekrutierung von Talis Drellick bedanken. Ihr habt wirklich ein gutes Gespür. Wir brauchen nämlich dringend einen Spezialisten für antikes Wissen und auf die Macht ausgerichtete Technologie. Da das leider nicht mein Fachgebiet ist und diese Technologien die Basis für so vieles im ewigen Imperium bilden, war dies immer ein großes Hindernis für uns. Doch Drelliks Wissen hat bereits begonnen, diese Barrieren auf dem Weg unseres Fortschritts einzureißen. Und ich kann es kaum erwarten, die Durchbrüche zu erleben, die uns jetzt noch bevorstehen. Er hat übrigens gerade mit mir über seine Doktorarbeit gesprochen. Eine eingehende Analyse der uralten Spezies der Dashord. Faszinierend. Anscheinend konnten diese Kreaturen Machtessenz extrahieren und verzehren. Stellt euch nur vor, was geschehen würde, wenn man die Mechanismen hinter dieser Fähigkeit richtig erforschen und verstehen könnte. Könnten wir eine feste oder sogar portable biotechnologische Plattform erstellen? Eine Art machtdämpfendes oder machtabsorbierendes Feld oder vielleicht eine Sprengsatz- oder Sprengkopfähnliche Waffe? Och, diese unzähligen Möglichkeiten. Es ist schwindelerregend. Ich muss mit meinen Gedanken alleine sein. Diese Inspiration muss kanalisiert werden. Wissen gegen Stärke. Wieder ein Erfolg abgeschlossen. Sehr schön. Jetzt gehört auch Talos zu uns. Eigentlich ist er wohl vom Sith-Inquisitor. Also ihr seht schon, man bekommt die Gefährten der anderen Klassen hier irgendwie durch diese ganzen Allianz-Thematiken. Und dann gucken wir doch mal, was gibt's noch? Es gibt noch Datenkristalle, es gibt wieder dieses Tausch-Item für Einfluss. Kann ich euch helfen? Und Fremdlingsforschung, so heißt es. Und dann gibt's auch wieder 500 Einfluss. Ausgezeichnet, Commander. Ich weiß die Unterstützung zu schätzen. Okay. Nochmal können wir nicht. Wir haben ja nur eine Quest jetzt abgeschlossen. Also gut. Dann würde ich sagen, gucken wir doch auch nochmal hier in die Kiste, ob hier was Schickes drin ist. Wieder ein Item, diesmal für die Brust. Und ein für ein Geschenk für die Gefährten. Sehr schön. Beim nächsten Mal machen wir auf jeden Fall mal eine Quest von den anderen Allianzern. Also nicht vom Doktor, sondern vielleicht von der Schanare oder so. Das gucken wir uns dann mal an. Auf jeden Fall, das ist erstmal so das Endgame für die verschiedenen Allianzen was tun. Dann die Sternenfestung zu machen, das machen wir auch demnächst mal. Kampf um die Sterne, oben steht's ja. Und die drei haben wir jetzt noch vor uns. Dann würde ich sagen, mich würde es freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bleibt mir treu und empfehlt mich weiter. Bis demnächst. Bye, bye.